Die monatelange Abstinenz von der Eisfläche ist beendet. Die DSC-Cracks gehen gut gelaunt in die fünfwöchige Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Allerdings am Anfang betont vorsichtig. Das erste Eistraining, ich glaube, da spreche ich für alle Eishockeyspieler. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, alles ist irgendwie noch ein bisschen fremd. Jetzt waren wir monatelang in die Turnschuhe drin gestanden, jetzt auf einmal steht man wieder in den Schlittschuh drin. Also das braucht noch ein paar Tage, dass man sich daran gewöhnt und dass man wieder Schlittschuh fahren kann. Ja, das Eiring normal ist sehr schwierig immer, weil das Eis noch sehr frisch ist und sehr weich ist. Aber trotzdem macht man ja dann, die ersten Einheiten kann man ja nicht mit 100% die Übungen machen oder so, sondern schön langsam, 60-80%, dass sich die Leiste wieder an das Eis gewöhnt, damit wir nicht gleich Verletzte haben. Aber es war ein sehr guter Eindruck. Die Jungs arbeiten schön, gut und mit Freude miteinander. Und ich glaube, dass wir eine gute Saison haben. Der Eindruck ist heuer wirklich, dass die Jungs erstmals seit vielen Jahren wieder mal eine richtige Einheit sein könnten. Trainer Jirsi Ottopalik hat zusammen mit dem sportlichen Leiter und Co-Trainer in Personalunion Christian Zessak das Team mit ihm bekannten Spielern bestückt. Dazu gehört auch der letzte Neuzugang, Verteidiger Jaroslav Koma, der die zweite und letzte Kontingentstelle besetzen wird. Ja, er ist ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft. Deswegen haben wir ja so lange gewartet, aber wir waren zu 100% sicher, dass der Andrew seinen deutschen Pass kriegt. Wir haben jetzt praktisch dann die wichtige Verteidigerposition, außer dem Gablik Andi, wo ein wichtiger Baustein ist für unsere Verteidigung, mit dem Jaro, glaube ich, optimal besetzen können. Wichtig wird, dass wir von Beginn an präsent sind. Wenn du gleich am Anfang ein paar Spiele gewinnst, dann läuft alles viel lockerer. Deshalb ist es gut, dass wir uns alle toll verstehen und an einem Strang ziehen. Wenn wir das im Training umsetzen und den Spaß von der Kabine aufs Eis transportieren können, werden wir oft gewinnen. Die Playoffs sollen es heuer bitteschön schon wieder sein, und zwar 2-3 Plätze weiter vorne als vergangene Saison. Da schreckt auch das Mitwirken der vermeintlichen Übermannschaft aus Landshut nicht. Nein, jedes Spiel dauert 60 Minuten. Für uns ist es optimal. Wir haben da bestimmt zweimal die Hütte voll. Motivation für den Spieler, ich glaube auch für den Kassier von uns ist es sehr gut und auch für die Leute. Und vielleicht sind dann das wieder die Derbys, wo wieder hoffentlich die Zuschauer mehr ins Stadion ins Decken der Feststellung bringen. Dass sie in der Oberliga spielen, für mich als Gegner, ist natürlich Wahnsinn. Ich denke, es ist ein Hammer-Derby, das wir da kriegen. Für Landshut an sich, tut es mir natürlich leid. Das ist ein großartiger Verein, aber nichtsdestotrotz fieber ich eigentlich dem Derby eigentlich schon entgegen. Erstmals die Klingen kreuzen, werden beide Teams kommenden Samstag beim Niederbayern Cup, wobei das sicherlich noch keine Aussagekraft hat. Der Formaufbau erfolgt beim DSC langsam. Ja, wir haben jetzt genau 5 Wochen, ist eigentlich die optimale Zeit jetzt für den Trainingsaufbau. Woche für Woche ist der Plan da. Wie gesagt, jetzt gehen wir jeden Tag zweimal aufs Eis, plus eine Krafteinheit bis zum Braunlagespiel. Dann Samstag das Turnier, das sind ja im Endeffekt 2 volle Spiele. In Landshut auf einen Tag, dann haben wir 2 Tage Pause und dann geht es kontinuierlich weiter. Und schauen wir, dass wir die ganzen Sachen verinnerlichen können, dass die Mannschaft gut zusammenspielt, dass wir unser System aufbauen können. Und dann schauen wir und hoffen wir und freuen wir uns jetzt schon, dass es losgeht. Und vielleicht ist dann bald sogar noch ein weiterer Spieler mit dabei. Das Team ist jetzt komplett. Wir haben einen jungen Deckendorfer, der wo jetzt noch verletzt ist, der wo auch schon höherklassig gespielt hat, aber da wo der Name noch nicht bekannt geben wird. Und da schauen wir, ob der wird jetzt dann, weiß nicht, in 4-6 Wochen vielleicht bei uns mittrainieren. Dann schauen wir mal, ob wir mit ihm einig werden, dass er vielleicht dieses Jahr zum Aufbauen wieder, weil er eine schwere Verletzung gehabt hat, wieder reinfindet und bei uns in der Oberliga spielt. Aber auch so erscheint der DSC-Kader zumindest von der Papierform her stark genug, dass man hinter den Favoriten Landshut, Regensburg und Selb auf Augenhöhe mit Teams wie Bad Tölz oder Bayreuth agieren kann.